Lieben, heute wieder ein ganz spannendes Thema aus euren Reihen. Und zwar bin ich mal gebeten worden, es sind ja zurzeit ganz viele Reitabzeichenlehrgänge, Pferdeführerscheine und ähnliches. Kannst du nicht mal so die gängigen Fragen, die die Richter stellen, einmal in so einem Video zusammenfassen? Und genau das mache ich dann heute. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir fangen an mit den gängigen Fragen zum Thema Pferdeführerschein Umgang. Wie ich eingangs sagte, beschäftigen wir uns heute mit dem Pferdeführerschein Umgang. Und zwar die gängigsten Fragen, die Richter so stellen. Dieses Video hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie ihr wisst, finden die Prüfungen immer so statt, dass alle Prüflinge gleichzeitig zusammen von einem oder mehreren Richtern geprüft wird. Die Prüfung dauert in der Regel so um die 30 Minuten bis zu einer Stunde in dem Bereich der Theorie. Es gibt ja natürlich dann immer noch den Praxisteil, den betrachte ich hier aber auch nur theoretisch. Der Praxisteil umfasst das Führen und die Dreiecksbahn und gegebenenfalls das Absolvieren ortstypischer Hindernisse bzw. das Führen eines Parcours. Ja, darauf gehe ich heute hier aber nicht so ein. Es war ja primär die Frage, was wird denn in so Prüfungsgesprächen für Fragen gestellt? Was muss ich denn dafür wissen? Naja, also ich kann euch jetzt nicht sagen, das und das und das wird immer abgefragt, weil das ist auch immer so ein bisschen situationsabhängig und es ist auch ein bisschen abhängig davon, wo der jeweilige Kollege seinen Schwerpunkt hat. Und es ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied, ob ich zum Beispiel mein Pferdeführerschein in einem Ferienbetrieb macht, der primär viel ausreitet, ob ich das in einer Reitschule mache, wo wir primär mit Schulpferden zu tun haben, ob ich das mache in einem Reitverein, wo ausschließlich Privatleute unterwegs sind, ob ich jetzt Islandpferdereiter bin, Westernreiter bin und, und. Also ihr seht schon, da gibt es Variationen. Aber ich gehe mal hier auf die gängigen Themen ein. Und stell euch mal die populärsten Fragen vor. Und der Gag an der Sache ist, die Antwort dürft ihr dann mal selber herausfinden. Ja, ich möchte euch ja hier nichts vorbeten, sondern die Idee war einfach nur, euch mal die gängigsten Fragen zu stellen. Und dann könnt ihr ja selber einmal in euch reinhorchen, ob ihr auch in der Lage seid, diese zu beantworten. Ich habe die Fragen hier mal so zusammengestellt, wie man das auch in einer Prüfung machen würde. In der Regel lässt man sich ein Pferd dahinstellen und erstmal das Pferd beschreiben. Das heißt, ihr solltet in der Lage sein, das Pferd vom Kopf bis zur Schweifrübe mit allen Wirbeln, mit allen Knochen der Vor-, Hinterhand, der Rippen und ähnlichen Sachen zu beschreiben. Auch die Lage von Herz, Darm und ähnlichen Sachen sind dabei wichtig. Dann als nächstes natürlich die Pferdefarben und die gängigen Abzeichen im Gesicht. Ein weiterer Punkt, der eigentlich immer mit abgefragt wird, was dann natürlich so ein bisschen in den Rahmen der Pferdebeschreibung hineingeht. Wenn man die Abzeichen am Kopf betrachtet, muss man natürlich auch die Abzeichen an den Beinen, Hufen und sonstigen Sachen abfragen. Was auch immer noch eine gängige Frage ist, was sind echte Abzeichen, was sind unechte Abzeichen? Die kommen meistens auch oder es wird noch ein Pferdepass dazu genommen und man schaut sich einmal die Zeichnung des Pferdes an, wo dann zum Beispiel Kreuze mit drin sind oder auch die gängigen Pferderassen, Brände und ähnliche Sachen. Auch das kann wiederum abgefragt werden. Das nächste große Thema ist das Thema des Führens.
Wie führe ich ein Pferd? Was mache ich mit einem Pferd, was sehr forsch ist? Was ist mit einem Pferd, was sehr langsam ist? Womit kann ich mir helfen? Wie sieht eine Dreiecksbahn aus? Warum führe ich eine Dreiecksbahn? Wie gestalte ich das am besten? Wie stelle ich mein Pferd auf? Und warum tue ich das überhaupt? Dann geht man in der Regel in die Ausrüstung. Beschreibe alle Teile eines Sattels inklusive des dazugehörigen Zubehörs wie Bügel, Bügelriemen, Maria-Hilfszügel und so weiter. Ja, dann als nächstes fragt man in der Regel immer die Bestandteile einer Trense ab, auch mit den unterschiedlichen Reithalftern. Auch diese solltet ihr kennen und auch gut beschreiben können. Auch immer klassische Fragen dazu. Als nächstes geht man zu dem Beinschutz, dass man auch dort fragt, was kennst du an weiterer Ausrüstung, die ein Pferd zum Beispiel an den Beinen, an den Öhrchen oder sonst wo tragen kann. Auch die gängigsten Hilfszügel solltet ihr benennen und auch die Funktion dazu wissen. Auch das ganz klassische Fragen im Bereich des Pferdeführerscheins. Wenn man den Bereich absolviert hat, beschäftigt man sich eigentlich mit der Pferdehaltung. Wo wohnt ein Pferd? Wie sollte eine Box aussehen? Wie groß ist sie? Wie viel Licht muss sie haben? Wie ist ein Paddock beschaffen? Womit streue ich ein? Wie breit ist eine Tür? Wie hoch soll die Tür sein? Wo ist die Tränke? Wo ist der Futtereimer bzw. der Salzleckstein? Das gleiche macht man dann mit der Weide. Wie sollte diese eingezäunt sein? Wie breit ist die Tür? Worauf muss man bei der Weide achten? Welche Formen der Weide gibt es? Wie sollte die Herde zusammengesetzt sein? Und so weiter. Als nächstes kommt dann das große Thema der Pferdefütterung. Nenne die klassischen Futterarten. Und dabei meint man sowas wie Kraftfutter, Saftfutter, Mischfutter, Raufutter. Ja, und dann erst die gängigen Getreidesorten oder Obst, Gemüse, was auch immer, die dann entsprechend den einzelnen Futtersorten zusortiert werden kann. Auch das ist wieder so eine ganz klassische Frage, die immer wieder kommt. Dann gibt es das große Thema der Krankheiten. Es geht immer von unterschiedlichsten Formen der Lahmheiten über Verletzungen, immer zu den PAT-Werten. Die solltet ihr auf jeden Fall kennen: Pulsatmung, Temperatur und natürlich auch, woran kann ich erkennen, dass ein Pferd krank ist? Wie erkenne ich das? Woran erkenne ich den Unterschied, insbesondere zum Thema Kolik. Und abschließend solltet ihr auch alle 9 ethischen Grundsätze schon mal gehört haben. Und diese müsst ihr nicht wortwörtlich runterbeten können. Aber dennoch ist es wichtig, dass ihr sie benennen könnt und den Sinn dahinter auch versteht. Ja, geht immer davon aus, das Thema Pferd ist sehr, sehr komplex. Man erwartet in den unteren Abzeichen, wozu dieser Pferdeführerschein Umgang gehört, nicht, dass ihr bereits alles wisst. Ich habe euch hiermit auf die Reise genommen für die populärsten Fragen im Bereich Pferdeführerschein Umgang. Ich werde sowas nochmal machen für Pferdeführerschein Reiten und halt auch für die Reitabzeichen. Und da lasst euch dann jeweils überraschen, welche Fragen dort auf euch zukommen werden. Solltet ihr jetzt eine Prüfung anstreben, dann wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg dabei. Falls ihr vielleicht noch Mitbewerber habt, habe ich nichts dagegen, wenn ihr mich abonniert oder vielleicht dann auch meinen Kanal weiterempfehlt, weil ihr wisst ja, hier in der Playlist Pferdeführerschein Umgang bekommt ihr auch alle Informationen, die nötig sind, um die gestellten Fragen zu beantworten. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!